Hallo, ich habe vergessen zu vloggen. Wir waren schon jetzt frühstücken. Wir waren schon frühstücken jetzt und sind auch mittlerweile angezogen. Wir sind immer noch in Berlin. Wir sind erst in Berlin. Ihr habt es gar nicht gesehen. Wir sind ja gestern in Berlin. Gestern war aber echt nicht viel los. Wir sind nur hergefahren und David bindet sehr komisch seine Schuhe. Und sind nur hergefahren, haben ein bisschen noch Sightseeing gemacht, so Touristenzeug geben. Und mehr ist nicht gestern nicht passiert. Heute gehen wir noch ins Berliner Dungeon. Und ich kaufe mir noch ein paar Schuhe und dann ist die Lesung heute Abend in Berlin. Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich nehme euch... Das ist, Leute, richtig crazy shit. Die ist auch fancy. Franny, wo sind wir? Im Orient. Oh mein Gott. Wir sind im Iran, jetzt im Pilz. Dahin gebeamt worden. Mit den Füßen? Ja. Das war echt eine krasse Erfahrung. Echt so? Und wir haben es geschafft. Mir ist ein bisschen schlecht, aber hallo, hilft mir dabei, wieder gesund zu werden. Und wir haben echt Hunger. Echt so, wir haben richtig Hunger und wir haben noch nichts zum Essen. Ich habe gerade da eine Rose gekauft, der müsste gleich hier kommen. Und dann gebe ich die dem und ich bin schon voll gespannt. Gell, Franny? So nett, dass du mir eine Blume gekauft hast. Ich weiß. Oh Gott. Don't let this be our final song. Teil 1. Alles in der Vergangenheit stand gestern. Alles von der Zukunft wird heute geboren. Kapitel 1. Ein Schuss. Ich zucke zusammen und schließe instinktiv die Augen. Abgeordnete der Regierung schalten mir zu Hause einen Besuch ab. Was dann passiert, ist streng vertraulich und darf unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit geraten. Wir sind jetzt in Leipzig auf fast der Buchmesse und ich habe gestern nicht mehr so viel gevloggt, weil der Akku leer war. Franny hat noch ein bisschen was mit ihrem Handy gefilmt und genau, wir gehen gleich mal zur Buchmesse, also was zum Trinken kaufen, dann Buchmesse, um ein bisschen mal die Lage abzuchecken. Dann chillen wir noch, denn wir haben heute keine Termine und heute Abend gehen wir zu Giorgio Moyes. Ich freue mich schon so krass, es war so eine spontane Aktion und ich bin so gespannt, denn die Frau ist Hammer. Und genau, das war so der heutige Tag eigentlich so. Und morgen ist dann die finale Lesung der Deutschland-Tour. Ich freue mich schon wie so ein kleines Kind, sagt man das so, ich glaube, sagt man so, ne? Und genau, ich nehme euch wie immer mit und hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr als gestern filme. Sorry, wenn nicht, aber heute passiert, glaube ich, so viel Spannendes. Dafür morgen umso mehr. Und ja, los geht's. Halle. Du, Franny. Ich. Sie arbeitet. Bin. Ja, was bist du? Jetzt können wir nochmal durch Hasen laufen. Das war gerade sehr peinlich, Franny. Ja, ich muss nachdenken. Okay. Ich bin Franny. Great pleasure to have here tonight, Giorgio Moyes. I like a one-on-one board, just a group of people at a dinner. I like to eat. I don't want to stop it myself into a dress. I want to eat the food, yeah, and chat. Wir treffen mit Sie, du bist in der Giorgio Moyes und ich bin sehr aufgeregt. Sie, ich mag sie sehr gerne. Leute, wir gehen jetzt zum letzten großen Auftritt. Ich habe noch einen... Ich habe noch ein Panel mit jetzt BOD. Und da gibt's, ist so eine, wieder eine Talkshow, nur halt ohne Kamera. Und genau, das ist das letzte Ding und dann sind wir fertig. Es gibt quasi vier Autoren, jeweils zwei Panels. Ich bin mit Sissy von Typisch Sissy eben im Panel. Panel.
Und genau. Ich freue mich jetzt noch. Es ist ein schöner Abklang, Ausklang für die Tour. Und dann geht's morgen heim nach Hause. Vielleicht auch nicht gelesen hat, aber der es in der Hand hat, auch gesagt hat, es ist ein wunderschönes Cover. Das ist auch von dir jetzt selbst. Ich halte es mal ganz kurz hoch, wer es noch nicht gesehen hat. Genau, auch mal Applaus. Applaus. Ein Schuss. Ich zucke zusammen und schließe instinktiv die Augen. Etwas in meinem Magen zieht sich zusammen. Mein Körper schreit, geh in Deckung, Sky. Weil wir gezwungen sind, die Fehler unserer Vorgänger wieder auszubügeln. Und das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und dem Gesetz Folge leisten. Damit das A nie wieder Z wird. Damit die Ordos nie wieder jemanden töten. Damit Emilia nicht umsonst gestorben ist. Dankeschön.